Alter, was? Sonic? Sonic! Und schon hängt der erste dran. Ja, das hebt die Laune, Freund, ne? Ja, liebe Zocker-Launcher, herzlich willkommen zurück bei Two Point Hospital. Und bevor wir in Temple weitermachen, haben wir wieder irgendwo ein Karriereziel erreicht. Nämlich, installiere Updates an 25 Maschinen, yeah! Und damit haben wir 700 Kudos. Reicht das schon für diesen Gaming-Automat? Naja, keine Ahnung. Und wenn nicht, dann fehlt, ich glaube, 750 waren es. Naja, das sehen wir gleich. Mir ist jetzt wieder ein paar Tage vergangen. Ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt, beziehungsweise ich habe viel Siedler 4 gespielt. Und jetzt muss ich mich gerade... vielleicht mal geschwind Pause machen. Also wir haben hier eine Schulung fertig. Und deshalb möchte die Ava Pollard, Assistenzärztin, zur Ärztin befördert werden. Das kriegt sie natürlich. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fick Blanchett, ja die gute, neueste Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen. Naja, außer dass es existiert. Gut, das kennen wir auch schon. Krankheitstechnisch haben wir hier den Töpferautomaten, aber kein Arzt da. Okay, interessant. Hier wird gerade geupdatet. Du bist für die Leuchtis zuständig. Kannst du hier arbeiten? Ja, du bist gar nicht schlecht hier. Ihr seht schon, ich muss mich kurz wieder ein bisschen... Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir ein bisschen Warteschlange, das macht aber nichts. Und im Allgemeinen würde ich sagen, es fehlt tendenziell ein Arzt. Oder war der hier mit drin? Was bist denn du? Leitender Hausmeister? Du? Wart ihr hier? Ach, ihr repariert gerade die Schäden vom... Okay, und du bist du eine Ärztin, die hier gefehlt hat? Alles klar, und die habe ich... Ja, Allgemeinmedizin beigebracht. Das bringt jetzt in dem Fall nicht so viel, aber gut. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist... Hier eine Bank. Das sehe ich doch sofort. So, und was machen wir denn hier? Können wir hier noch irgendwie was Cooles hinbauen? So wie hier drüben? Also wir könnten auf jeden Fall eine Toilette hinsetzen. Und wie schaut es denn hier aus mit einem Raum? Ah, stirb! Erwischt. Der ist kalt. Na gut, dann ist der halt kalt. Ach ja... Schön wieder hier zu sein. Eine Psychiatrie haben wir auch noch nicht, ne? Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Benjamin Groove, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind, uns mit der Diagnose aber nur zu... Komm. No risk, no fun. Behandel ihn. Aber apropos Diagnosezimmer. Wir haben ja... Okay, eine Kardiologie haben wir noch nicht. Die könnten wir doch so vielleicht bauen. Wäre das nicht schön? So, wer möchte befördert werden? Nein, nicht das Zimmer abbrechen. Ja, okay, wir bauen es fertig. Fitnessgerät, Boxsack, was braucht man denn da so? Eine Waage vielleicht noch. Okay. Ein Feuerlöscher ist vernünftig und natürlich irgendwo eine Heizung. Gut. Hätten wir den Raum auch gemacht. Ein Patient ist unzufrieden und haut ab. Das ist natürlich nicht so toll. Uns scheint hier allgemein ein bisschen Beförderung. Hausmeisterpraktikantin, ja. Mach mal. Und was ist hier los?
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle etwas deprimierend. Ja, okay. Ich auch. Gucken wir mal, dass keiner abkratzt. Das ist doch Ansporn. Was ist dein Problem gewesen? Unzufriedenheit ist auf Null gefallen. Hauptbeschwerden, muss dringend aufs Klo. Sehr gelangweilt. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Was könnten wir... Oh, du bist ein Forscher, das ist toll. Ein Arzt einstellen? Oder war da das Problem? Boah, guck mal, ich will dich haben. Geh du mal hier rein. Die Warteschlangen sind ewig lang. Das ist Schitte. Ja. Einmal du hier raus. Du, komm nochmal her. Ah, halt. Du hier rein. Notfall, Fraktur. Ja, her damit. Kann ja nicht schaden. Aber ich würde dann schon gerne auch was für Forschung und so weiter bauen. Oh, das ist ein bisschen blöd, ne? Also gut, hier hin. Und ich glaube, es ist gerade jemand gestorben. Und ich bin gefailed oder so. Monitor. Boah, wer möchte jetzt befördern? Nein, wir bauen das Zimmer fertig. Ist doch klar. Einen Aktenschrank, einen Feuerlöscher. Macht bestimmt Sinn, auch bei Erdbeben. Gerade bei Erdbeben. Und eine Heizung. Krieg mal irgendwo noch einen Kaffeeautomat hin. Oh, du hast Glück. So, bauen wir das. Und dann tun wir auch forschen. Und zwar am besten... Röntgenstrahlen wäre hier wichtig. Allgemeine Forschung als Einnahmequelle für das Krankenhaus. Knete erzeugen. Führt beeindruckende Forschung durch, um Knete und Medizinern... von Medizin zu verdienen. Nee, aber Röntgenstrahlen finde ich für ein lohnendes Projekt. So, und wer möchte hier befördert werden? Haben wir überhaupt Kohle dafür? Ja, okay, aber wir haben eigentlich überhaupt kein Geld, ne? So, und wo ist jetzt meine Doktorin, die... Alter, habe ich eigentlich überhaupt... Ich habe nicht mehr genug Sitzplätze, kann das sein? Hier, du hier. Nö, du bist ein Psychiater. Wen haben wir hier hocken? Du bist eigentlich auch die Falsche. Für den Job bist du jetzt wenigstens... Nein, dich will ich hier raus. Dich will ich hier drin haben. Und du? Ja. Und du? Zack. Gehst mal schön hier rein. Und verdienst du mal ein bisschen Kohle. So, wir bauen derweil noch zwei Bänke. Weil irgendwie haben wir ja nicht genug. So. Hätten wir das auch erledigt. Kann durch ein Update leistungsfähiger gemacht werden? Ja, das schauen wir uns an. Aber kostet das Geld? Hier, da ist nicht viel los. Den können wir... Oh ja, das kostet Geld natürlich. Zu kalt. Oh, es tut mir leid. Oh, was geht denn hier ab? Sofort zur Behandlung schicken. Oh nein. Und jetzt ist wirklich jemand gestorben. Irk. Ghost. Ach, das noch. Wo sind meine Hausmeister, wenn man sie mal braucht? Was ist denn eigentlich dein Problem? War da einer mit dem dicken Kopf? 10 in Warteschlange. Ich brauche unbedingt... Ich habe kein Geld mehr. Dim, dim, dim. Ey, ja, ich befördere euch. Ist okay. Aber ich müsste mir jetzt auch mal Kohle verdienen. Ihr müsst mir jetzt einfach auch mal Kohle verdienen. Was machst denn du? Nix. Und du bist hier völlig falsch. Aber du brauchst auch eine Pause. Ja, komm, box mal eine Runde. Ach.
Dein Ernst? Der nächste Arzt am Chillen? Acht in der Warteschlange, sieben. Wir brauchen dringend Allgemeinmedizin. Geht eine Arztpraxis auch? Nö. Tut sie nicht. Tut sie nicht. Ist der Geist mittlerweile weg? Na, immerhin. Vor einer Arztpraxis wartet eine Schlange. Da, sag doch nicht sowas. 30.000, das würde ich gerne kaufen. Ich hab... Ach komm, hier. Dann haben wir halt nur noch 20. Erreiche eine Temperaturkomfort von 60%. Wieso haben wir das eigentlich nicht? It's the news on Two Point Radio. Schaffe 90 ohne einen Todesfall. Wie, ich hatte doch schon... Ja, okay. Oh, wir haben kein Geld mehr. Das heißt, ich sollte meinen Kredit aufnehmen. Nein, wir warten mal noch. Vielleicht erholt sich das von alleine. Halt einfach mal jemand. Es wird doch besser, oder? Das mit der Allgemeinmedizin, das ist ein bisschen doof, ja. Definitiv. Deshalb bauen wir doch an, Leute. Also chillt mal. Und ist jetzt hier der Richtige drin? Ja, du hast Forschung 2, das ist gut. Und Röntgen würde uns hier echt weiterbringen. Okay, gehört mir und wir haben wieder 10.000 plus. So schnell geht's. Was haben wir hier? Okay, wir haben den Wunsch nicht erfüllt, das heißt, irgendjemand ist krepiert. Naja. Din. Kannst du das hier... Du bist auch falsch, ne, eigentlich? Wie macht man das? Wir gehen mal auf... Ne, wir gehen mal auf Personal und wir gehen mal... Guck mal, du hier zum Beispiel. Ach, komm, Jobs. Du solltest eigentlich nicht hier arbeiten und nicht hier arbeiten. Und der Rest ist mir egal, ja. Du solltest eigentlich nicht hier arbeiten. Und ihr solltet zum Beispiel nicht hier arbeiten, ne? Und du solltest zum Beispiel auch nicht hier arbeiten. Und du solltest weder noch hier und hier. Also ihr habt jetzt zwei hierfür. Die sind ein Raum. Ich glaube, da wird es besser. So, und mit den Ärzten sollte ich das eigentlich auch tun. Du machst mir bitte keine Allgemeinmedizin, du auch nicht. Das macht ihr zwar. Oh, ich hab nur so wenige, die das können. Forscher haben wir zwei, das ist okay. Wobei du der Forschungsarzt bist. Du machst das und sonst gar nichts. Behandlung, ja, gerne. Behandeln nur. Behandeln dürft ihr alle. Ja, okay, so lassen wir das mal. Auch nicht optimal, aber. Jetzt haben wir hier eine rumchillen. Du gehst jetzt sofort hier rein. Hier schafft niemand. Das kann doch gar nicht sein. Auf geht's. Wo gehst du hin? Da kommt wieder eine. Und darfst du hier arbeiten? Ah, du bist so der Notfallarzt dafür. Wer möchte jetzt schon wieder befördert werden? Alles ein Dickens, Nachwuchsassistent, kann jetzt zum Assistent befördert werden. Was bringt mir das eigentlich? Ein Weiterbildungsplatz, 10% Bewegungstempo, 20% Marketingkompetenz. Ja, gut. Sondermeldung. Sehr gut, wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das ist gut, das gibt auch ein bisschen Geld. Und dann machen wir... Wie viel haben wir denn hier? Haben wir da... Geht hier eine Arztpraxis hin? Ist das dumm. Sorry, aber das ist doch mal richtig kacke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das ist auch kacke. Dann folgendes. Ach, abbrechen. Ja, abbrechen. Ich würde gerne
den hier einfach kopieren. Und einmal so. Oh. Und einen Stern bekommen. Das ist doch toll. Kleine Heizkörper. Okay. Flemington freigeschalten. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Sie leisten hier wunderbare Arbeit beim Verarzten dieser törichten Freizeitspinner. Ich selbst war nie ein Freund von Outdoor-Aktivitäten. Ja, ich auch nicht. Das Land sollte dem Profit der Grundbesitzer dienen, nicht als Reiseziel für Wanderwütige. Fahren Sie mit dem Knochenklempnerei fort, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen, oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Fortsetzen. Wir sind hier noch nicht fertig. In dieser Aufnahme definitiv nicht. So. Hier baue ich noch einen hin. Bam. Und natürlich gibt es hier Bänke. Und jetzt müssen wir gerade mal uns diese Heizungsthematik nochmal zu Gemüte führen. Okay. Da draußen müsste dann auch irgendwie eine Heizung hin, ne? Erstmal ein Getränkeautomat mit Mülleimer und Snackautomat mit Heizkörper. So, da ist noch zu kalt gewesen. Sonst ist das doch jetzt schon gar nicht so schlecht. So. Wir brauchen definitiv noch einen Arzt. Und hier können wir auch noch einen einstellen, der das beherrscht. Zack, du darfst hier rein. Und was möchtest du? Wir könnten hier so viel erreichen. Ein paar mehr Pflanzen platzieren, ein nettes Bild aufhängen, etwas Kunst. Wir könnten vielleicht sogar das Erbrochene aufwischen. Herausforderung. Krankenhausattraktivität 70%. Was haben wir denn momentan? 52. Wie soll ich das denn schaffen? Forget it. Keine Kohle für. So, warum ist jetzt hier kein Arzt drin? Du wirst bitte... Oh, come on. Und sag es nicht, du bist schon 267 Tage hier. Das ist ja total scheiße. Der ist ja noch länger hier. Zur Behandlung schicken, sofort. Da liegt auch noch Müll rum. Also wir brauchen eigentlich wahrscheinlich auch hier noch einen Hausmeister. Und du gefällst mir eigentlich richtig gut. Du kannst ihn instand halten, du kannst Mechaniker, du bist motiviert. Auf geht's. Die stellen wir auch noch ein. So, hier liegen noch ein paar Teile rum. Wird schon irgendwann ein Hausmeister kommen. Aha, aha, aha. Darunter gekracht. Ach verdammt, und wir könnten hier aber doch noch vielleicht ein Poster aufhängen und du kriegst ein Clowns-Poster. Oh, und die Mini-Heizkörper sind ja, die sind ja schnuckig. Hier hinten. Zack, da geht sogar einer hin. Genau wie hier. Da auch noch so ein bisschen gefehlt, ne? Zack. Gut. Das Eck hier ist auch noch ein bisschen so. Zack. Und hier ist generell zu kalt. Zack. Okay. Und wo sind die Großen? Also, weil hier ist ja, müssen wir eh noch was tun.
So. Ja, jetzt haben wir wieder 60.000. Oh nein. Oh nein, nicht sterben. Danke. Er ist schon gestorben. Kann ich hier... Personal. Hausmeister. Hier, wo bist du? Komm her. Schnapp dir den Geist. Weg damit. So. Haben wir die Warteschlangen jetzt im Griff? Ich sehe hier zumindest keine Zahlen mehr. Also das scheint jetzt echt besser geworden zu sein. Okay. Wir haben hier auch keine Warteschlange. Wir haben bei den Brüchen keine Warteschlangen. Gut. Gefällt mir. Vielleicht sollten wir auch mal eine Psychiatrie irgendwo hinsetzen. Dim, 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 dim. Dim, dim. Oh. Und noch ein Klo, hm? Reicht das 3x3? Muss. So. 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 Einen Arktenschrank. Bisschen, vielleicht ein bisschen weg vom... Na, was wollte ich sagen? Ein bisschen weg vom Feuer. Akten brennen bestimmt gut. Klack. So. Hätte man das auch. Und natürlich kriegst auch du zwei Bänke. Alter, sind die echt so überfordert, meine Hausmeister? Komm, da bist doch einer. Mach mal weg den Scheiß. Hallo. Ach so, du bist ein Patient. Aber hier ist ein Hausmeister. Yay. Entfernt Pipi. Süß. Füllt Getränkeautomat auf. Oh oh, da ist wieder so ein Halbtoter. Was willst du tun? Du möchtest eigentlich... Allgemeindiagnose. Sofort zur Behandlung mit dir. Los geht's. Tja, wenn ich alle hier draußen rumlaufen müsst, da kann ich natürlich auch nichts machen, wenn euch da kalt ist. Gesundheitsinspektion. Ja, her damit. Notfall. Ja, her damit. So. Das Ding... Alter, was machst du da? Ist das verdammt nochmal dein Ernst? Ja, okay, hier ist kalt. So. Psychiatrie haben wir, Pausenraum. Hier eine zweite Toilette brauche ich offensichtlich. Wir könnten hier drüben eine bauen. Hier ist Platz für sowas. Wir könnten die auch... Will sie eigentlich nicht kopieren? So. Du kannst ja da rein und machen wir es vielleicht noch ein bisschen größer. Okay. Mit goldenen Toiletten und einem schicken Waschbecken mit Föhn und Mülleimer, die Pflanze, die kann hier gerne bleiben. Tür, Tür, Tür. Hier unten. Klack. Klo ist gut, ja. Jetzt schauen wir uns nochmal das Heizungssystem an. Wobei, das können wir eigentlich relativ einfach lösen wahrscheinlich. War ja vorher auch warm genug. Bingo. Gehen auch gleich zwei aufs Klo. Okay. Wie schaut's denn eigentlich... Was ist denn das? Hygiene? Ja, Hygiene. Wie schaut's denn mit der Hygiene aus? Gut. Wie schaut's denn mit dem Durst aus? Haben wir was gewonnen? Ich befürchte ja eher... Oh,
Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres, aufsteigende Stern, Arbeitgeber des Jahres. Sag mal, wie schlecht sind eure Krankenhäuser, Leute? Hier, Das folgende Gerät kann verbessert werden, den Umtöpfer. Das haben wir doch schon. Und der wird aber gerade gebraucht. Chloe Plopp, Ärztin. Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer, um mich harter arbeiten zu erholen. Wie wär's, Chef? Erreiche Stufe 4. Ja, das, meine Liebe. Bing, Handy. Oh, du bist aber noch arg Stufe 3. Dann schauen wir mal, was können wir noch für dich tun? Hier, Objekte, was fehlt uns? Ein Trophäenschrank. Ja, na, komm schon. Ein Trophäenschrank. Dann ein Poster, geht immer. Und da ist schon wieder ein Geist unterwegs. Noch ein Poster. Und ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Yeah! Das war gar nicht so schwer. Okay. Der Geist ist auch wieder weg. Und wo ist jetzt wieder die Warteschlangen? Oh je. Gelangweilt, unzufrieden, Gesundheit kritisch. Beinauer. Ich tue dich in der Warteschlange vor. Das kann ich für dich tun. So. Kann ich für dich auch was tun? Ich tue dich in der Warteschlange vor. Beziehungsweise ich schicke dich sofort zur Behandlung. Notfall. So ein bisschen so um den Notfall kümmern. Und was ist hier los? Du bist der Gesundheitsinspektor, ne? Aha. Was ist dein Problem? Kriegst deine Brille nicht mehr vom Kopf, oder? So, und du? Okay. Schnell ins Bett. Das könnte ja sogar noch was werden. So, hier wird diagnostiziert. Das bringt mich natürlich auch weiter. Krankheiten richtig zu deuten. Okay. Bin ich eigentlich zufrieden mit, ja. Doch. Und hier könnte man vielleicht noch ein schickes Zimmer hinbauen. Was brauchen wir noch? Flüssigkeitsanalyse. Entleuchtetöpfe haben wir jetzt. Zirkusclowns gibt es hier keine, ne? Aber wir könnten sinnvolle. Wir könnten ein Spritzenhaus hinbauen. Das macht doch sicher Sinn. Bam. Das ist dieses üble Haus, ne? Wo man nur daneben steht und denkt. Ah, nein, au! Eine Pflanze, komm. Ey, du hast hier gar keine Pflanze drin. Das geht ja mal gar nicht. So. Und wir machen hier vielleicht noch einen Sehtest hin. Und hier machen wir noch eine Uhr rein. Die könnten wir aber auch. Ja, die könnten wir vielleicht. So. Boom. Jetzt haben wir auch ein Spritzenhaus. Und hier möchte ich euch jetzt vielleicht noch was zum Lesen anbieten. Ja. Was haben wir denn jetzt? 800. Er kostet nur 500. Hier, ihr kriegt hier noch einen Spielautomat hin. Alter, was? Sonic? Sonic! Und schon hängt der erste dran. Ja, das hebt die Laune, Freunde. Beförderung. Kann jetzt zum Facharzt befördert werden. Let's go. Und du hast 2 von 5 Patienten geheilt. Das hat gereicht. Nee, nicht genug. Schade. Du. Kann ich was für dich tun? Befund der Begutachtung. Herr Chopsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er hat fast 30 Seiten, also haben wir natürlich nichts durchgelesen. Aber hier ist das Fazit.
unheimlich durchschnittlich. Es gibt nichts, wodurch der Gesamteindruck auf gute oder schlechte Weise der Mittelmäßigkeit entgehen könnte. Oh je. Es gibt also keinen Grund zur Klage, aber auch keinen Grund zur Freude. Was ist dein Problem? Da schon in der Warteschleife vor. Oh, 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 oh. Du, du, lump. Schön Hände waschen, ne? Wir haben womöglich zu viele Hausmeister oder gerade viele nichts zu tun haben. Dann könnten wir doch mal die Chance nutzen und vielleicht... Was denn? Gute Frage. Geisterjäger, komm. Hier, 10.000. Oh, wir haben ja auch Kohle. Ja? Einer kann das lernen, dann los. Und hier ist nichts zu tun, dann können wir den auch gleich updaten. Dann sind wir hier auch durch. Können wir hier eigentlich auch schon Update fahren? Nee, ne? Den hier haben wir gemacht. Den haben wir auch gemacht. Und hier geht Update technisch auch nichts. Tja, hier ist die Schlange schon wieder verdächtig lang, ne? Hier ist viel Getummel in dem Eck. Ist halt so. Weiterbildung benötigt. Ja, toll. Heben wir uns auf. Und... Was? 70%... Ja, okay. Dich hebe ich mir auf, sobald der Ghostbuster durch ist. Darfst dann du da rein. Und hier könnten wir eigentlich auch noch irgendwas Cooles hinbauen. Wie zum Beispiel... Ich habe eine Idee. Nein, nicht den Geschenkeladen. Das Ding, das wir bauen können, ist ein cooler Zeitungsstand. Yeah. Dafür haben wir doch hier Platz. Gut. Was ist mit dir los? Oh nein, Beförderung. Krankenpfleger, Stationspfleger. Ja, das machen wir. Immerhin werdet ihr alle besser. Oh, wo ist denn jetzt hier eine 6er-Warteschlange? Bei der Apotheke. Ja, ja, ich weiß. Das heißt, wir brauchen noch eine Apotheke. Danke für den Tipp. Wo bauen wir die hin? Zimmer. Erdbebenwarnung. Ja, okay. Halt. Kopie. Da geht's nicht. Dann machen wir das doch. Oh Mann. Hier hin. Okay, und dann können wir... Getränkeautomaten haben wir ja hier schon. Ein Spielautomat haben wir hier auch schon. Der geht hier leider nicht mehr rein. Ist auch wurscht. Aber wir könnten hier vielleicht ein Bücherregal an die Wand stellen und... Und eine schicke Pflanze und euch einfach auch da reinhocken lassen. Wie ist denn hier mit der Heizung? Ja, so, Okay, Bank, 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 Bank. Könnt ein bisschen was lesen. Also, passt doch. Gut. Weiterbildung abgeschlossen. Okay. Jetzt darfst du dich weiterbilden und du kriegst natürlich. Wow. Verleiht fortgeschrittene Aufnahme, Verkaufskompetenz. Natürlich das. Und das kann auch der eine alleine wuppen. Oh, ey. Bist du der hier pennt? Nö, du gehst jetzt, ne? Aber die andere kann das ja so lang auch machen. Das ist ja auch gut. 4 Sterne. Wird schon passen. Da haben wir wieder jemand, der halb tot ist. Ja, ich kann dich in der Apotheke ein bisschen vorschicken. Und ich sollte jetzt vielleicht mal gucken, ob ich noch einen Krankenpfleger einstellen kann. Kann ich auch.
werde ich auch tun. Los. Und hier wären wieder zwei Bänke sinnvoll. Und hier fehlt noch der Salz-Snack-Automat. Den können wir hier hinbauen. Wunderprächtig. Haben wir doch alles. Ach ja, und so ein Sega-Ding, das würde euch, glaube ich, allen ganz gut tun. Okay. Spielautomat. Wie wär's denn? Wir würden mir noch hier einen hinbauen. Wenn ihr warten müsst hier, dann zockt doch eine Runde. Überall läuft Sonic. Ist jetzt ja auch nicht das Schlechteste, ne? Was ist mit dir los? Oh, du wirst jetzt endlich behandelt. Gott sei Dank. Kannst du das auch? Ja, du kannst das auch. Weiterbildung benötigt. Okay, du bist als nächstes dran. Versprochen. Und Forschung abgeschlossen. Hey Boss, wir haben ein Röntgenstrahlengerät entwickelt. Jetzt können wir den Leuten nicht nur durch die Kleidung gucken, sondern auch in sie hinein. Was? Bin schon ganz gespannt, was wir da drinnen so finden. Also außer inneren Verletzungen eben. Belohnung Röntgenstrahlen. Cool, cool, cool. Okay, dann kannst du eigentlich gleich weiter forschen. Knete erzeugen, das ist nett, aber... Ja. Update Max Scanner, was ist das? Nach der Entdeckung von Röntgenstrahlen vermuten Wissenschaftler nun die Existenz von Rösterstrahlen. Was? Das ist natürlich Humbug. Idioten! Wir sollten lieber einen riesigen Magneten bauen und schauen, was passiert. Megascanner. Ach komm, mach. So, jetzt bauen wir noch den Röntgen-Dinger und dann sollte ich mal wieder... Oh, da ist ein Notfall. Ja, her damit. Kommt doch her. Frankaturpatienten treffen ein. Ja, Beförderung. Ja. Was ihr alles hier befördert werdet. Aber ich habe Kohle, Gott sei Dank. Und vielleicht sollten wir auch noch einen Assi einstellen. Hier, du siehst doch gut aus, dass hier auch jemand schafft. Beziehungsweise jetzt halt hier jemand schafft. Also hock dich hin. Oh, was will denn der... Ein Geist. Was ist dein Problem? Macht Pause. Komm, kriegst ein bisschen mehr Kohle. So. Es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz voller luxuriöser Ausstattung zu haben. Etwas richtig Hochwertiges, meinst du? Erreichen einem Zimmer. Ach komm, nee, nix. Gibt Stufe 5. Glaub, du hängst. Zufriedenheit ist nicht so geil. Ja, ja. Okay, Zimmer. Ich wollte noch schnell gucken. Röntgen. Oh, natürlich brauchst du. Aber ich krieg hier nur noch 3x3 Räume hin. Das ist schade. Daher müssen wir den woanders hinbauen. Und das wäre dann hier. Was aber auch kacke ist. Was aber auch total kacke ist. Warte mal. Wie schaut's denn hier aus? 3. Da geht das ja eh nicht. Was ist denn das jetzt? Ach so. Hier weg, hier vielleicht hin. Dann halt so. Okay. Überredet. Tür in die Mitte. Und dann, wow. Okay, schauen wir uns an. Ein Dingens. Und was kann man dir hier noch Gutes tun? Eine Heizung natürlich. Einen Feuerlöscher macht sicher ganz viel Sinn. Und... Tja. Eine Pflanze? Bam. Bam. Benutzt ihr das Spritzenhaus eigentlich? Nicht so wirklich, ne? Immerhin wird die Psychiatrie angenommen. So. Ist aber auch wurscht. Denn, okay, du wirst noch befördert und du kriegst jetzt noch deine Weiterbildung.
Nehme ich. Halte mal. Ah. Komme ich hier zurück? Erstmal den Kurs anwählen. Du kannst bis jetzt Stationsverwaltung und. Ja. Dann kriegst du Stationsverwaltung 2 dazu, ist doch klar. Und das machst du. Und da könnte man noch einen dazu schicken. Was soll's. Okay. So, liebe Freunde der Zocker-Lounge, was ist hier los? Der stirbt fast. Wir haben wieder Warteschlangen ohne Ende. Mein Gott, es läuft überhaupt nicht in diesem Krankenhaus. Ich glaube, wir machen hier noch eine Folge, bevor es weitergeht. Zum nächsten. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt dran. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.